Langzeittest Motorradstiefel Daytona Evo G3. Das ist die Rennstreckenausführung, die hochwertigste und die teuerste Ausführung, die es von Daytona gibt. Und ich glaube, so ziemlich der teuerste Motorradstiefel, den es auch auf der ganzen Welt gibt. Aber er wird in Deutschland handgefertigt. Und ich habe den Stiefel jetzt, also nicht diesen Stiefel, weil der ist neu, aber diesen Stiefel in diesem Modell jetzt 2 Jahre im absoluten Dauerbelastungstest gehabt bei mir. Ich fahre im Jahr so ca. 25.000 Rennstreckenkilometer, verliere dabei sämtliche Körperflüssigkeiten und kann behaupten, dass ich den Stiefel wirklich durchlatsche in 2 Jahren. Witzigerweise, bei anderen Stiefeln habe ich das im halben Jahr geschafft, bei Daytona dauert das Ganze 2 Jahre. Nichtsdestotrotz, jetzt gibt es ein Review dazu, das ist sehr ausführlich, ich habe lange damit gewartet, weil man doch so einen Stiefel wirklich mal lange testen muss, um dementsprechend was darüber sagen zu können. Ich starte mit dem negativen Faktor, weil heute ist mal nicht positiv als erstes, sondern negativ als erstes. Ganz klar, Optik, naja, Optik follow function heißt es in diesem Fall, was grundsätzlich für mich nicht so schlecht ist. Die Optik wird natürlich immer dementsprechend kritisch hinterfragt bei vielen Kommentaren im Internet. Und ja, der Stiefel ist etwas altbacken. Er ist nicht so fancy wie vielleicht der Alpine Star Supertech Air oder wie der heißt. Aber das hat auch seine Vorteile. Dieser Stiefel ist handgemacht in Niederbayern und ist halt vielleicht von der Farbgebung, die man sich aber speziell selber aussuchen kann, vielleicht von der Form ein bisschen oldschool, obwohl das mit dem Kevlar-Carbon da hinten dann schon wieder ein bisschen hochwertiger ausschaut. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir beim Thema hochwertig sind, der Stiefel ist halt so dermaßen hochwertig. Ich finde, da kommt das Design und die Optik irgendwie durch die Hochwertigkeit so ein bisschen ins Spiel bei mir als Perfektionist. Von dem her habe ich mich damit eigentlich gut angefreundet und sehe das eigentlich schon als sehr, sehr, ja, das hat irgendwie auch optisch was mittlerweile. Am Anfang, wenn man die das erste Mal sieht, sagt man so, das schaut ein bisschen komisch aus, ein bisschen zu langweilig wie so ein Gummistiefel, aber das ist nicht der Fall. Der ist so hochwertig verarbeitet, da schlackerst du echt mit den Ohren. Aber klar, von der Entfernung sieht es vielleicht nicht so aus, erst wenn man das mal anhatte. Zweiter negativer Punkt ist, der Stiefel ist zwar enorm sicher durch seinen Kevlar-Carbon-Innenschuh, dementsprechend unbequem ist er speziell am Anfang. Also ich habe jetzt den zweiten Satz Stiefel gehabt und die sind tatsächlich in den ersten paar Mal fahren, denkst du, du hast einen Skischuh an. Also du spürst weder die Fußraste noch den Schalthebel. Es ist am Anfang alles so ein bisschen drückt auch ein bisschen, auch wenn die maßgefertigt sind. Also meine sind jetzt maßgefertigt, man kann da hingehen, dann wird der Schuh vermessen, dann werden die drauf angepasst. Aber das dauert einfach, bis der eingetragen ist. Also das ist wirklich hier ein spezielles Thema, was natürlich der Sicherheit geschuldet ist. Es ist so die Frage, was ist mir mehr wert? Nichtsdestotrotz, wenn sich die Stiefel dann mal eintragen und mal da mal ein paar Mal sauber reingeschwitzt hat, dann passen die dann aber so gut, dass man die am liebsten eigentlich mit ins Bett anziehen will. Das ist wirklich ein Vorteil. Und natürlich der Sicherheitsaspekt hier, alles rund um die Ferse, alles aus Kevlar-Carbon, das ist halt wirklich massiv und dementsprechend sicher ist der Stiefel auch. Und ich habe schon viele Stürze auf der Rennstrecke erlebt, die hätten keinen Fuß mehr dran, wenn die den Daytona-Stiefel nicht angehabt hätten. Von dem her ist für mich der Faktor Sicherheit in dem Fall mehr wert als der Komfort, speziell weil der Komfort nur am Anfang eingeschränkt ist. Also man muss halt da wirklich ein paar Mal dann auf der Fußraste draufgestanden sein oder auch während des Trackdays zwischen den Events damit rumlaufen, sodass der halt wirklich arbeiten muss und auf einmal passt er dann. Ne? Und dementsprechend lange hält der einfach auch, weil natürlich die Stabilität so enorm ist, auch an der Sohle. Den habe ich jetzt seit 3-4 Events gefahren, man sieht jetzt schon mal hier ein bisschen. Das kommt hier von meiner Fußbremserei, das machen ja nicht alle, das ist jetzt auch nicht zu empfehlen, ich würde es auch nicht jemandem empfehlen, das zu machen. Bei mir ist es einfach, wenn ich das Motorrad an meinem Limit bewege und sich das beim Anbremsen querstellt, dann habe ich den Fuß einfach automatisch am Boden, um das subjektiv zu stabilisieren. Insofern, ob es dann tut, ist strittig, aber mir bringt das halt relativ viel und deswegen habe ich auch einen hohen Verschleiß an den Schuhen und der Daytona kann das relativ gut ab. Der hält tatsächlich 2 Jahre mit den Sohlen und dann kann ich hergehen und kann sagen, Daytona, bitte macht mir neue Sohlen an. Das ist natürlich schon cool.
Man muss ein bisschen aufpassen, vor allem in der Kundgebung mit dem Lederkombi. Beim Lederkombi ist es so, du hast halt den Innenschuh, dann hast du hier die Zunge und den Innenschuh hast du quasi ohne Lederkombi an und der Lederkombi soll dann drüber. Und es gibt Lederkombis, die passen da nicht drüber, ne? Speziell wenn die relativ eng geschnitten sind. Und so. Das muss man so ein bisschen berücksichtigen, obwohl eigentlich die meisten Lederkombis von Haus aus drüber passen. Es gibt ein paar, die nicht drüber passen. Ne? Vor allem, wenn man sich ein Lederkombi maßschneiden lässt, sollte man angeben, dass man da Tonerstiefel hat, weil dann kalkulieren die das mit. Ansonsten ist es ja meist so, dass der Stiefel eben über den Lederkombi geht oder der Innenschuh wie beim Supertech eher schmäler und dünner ist und somit der Lederkombi leichter drüber passt. Also das ist hier ein bisschen ein Thema, muss man einfach berücksichtigen. Ansonsten ist der Innenschuh relativ simpel aufgebaut. Das ist wie gesagt Kevlar-Carbon. Welches genau, weiß ich nicht. Das geht hier quasi hinten rum, da Achillessehne runter, die Ferse, das ist flexibel, da ist quasi ein Gelenk drin. Dann geht es hier vorn außen rundum. Und vor allem bei den Zehen, hier hat man eine zusätzliche Stabilisation für den Schaltfuß quasi. Das ist normalerweise meines Wissens am rechten Fuß nicht, sondern nur am linken. Und dann hast du halt da drei Klettverschlüsse, dementsprechend die Zunge und dann halt den Außenschuh. Was mir auffällt, ist, dass er relativ geruchsneutral ist, auch wenn man relativ stark schwitzt im Laufe der Zeit. Die sehen zwar dann irgendwann ziemlich versifft aus, wenn man die 50.000 Rennstreckenkilometer fährt, so wie jeder Stiefel. Allerdings geruchsneutral sind sie relativ, also relativ geruchsneutral. Ne? Und dann gibt es eben den Außenschuh. Der Klettverschluss hat echt Power. Ne? Mit einem wirklich sehr hochwertigen Reißverschluss. Der geht auch nicht kaputt, also nicht in der Zeit, wo ich das geschafft habe, wo ich den gefahren habe. Und dann kann man den Innenschuh quasi, neuer Stiefel, da geht es ein bisschen härter, dann kann man den Innenschuh, aber es geht, den Innenschuh quasi aus dem Außenschuh rausnehmen, dann hat man den Außenschuh alleine und den kann man theoretisch auch einzeln dann überarbeiten lassen, kann den wieder reparieren lassen, bei im Falle eines Sturzes und so weiter, kann den neu besohlen lassen, es gibt auch unterschiedliche Sohlen, von dem her hat man da alle Möglichkeiten. Man kann auch die Farbgebung sich selber wählen, die Kombination, man kann sich theoretisch ein Logo, einen Schriftzug, einen Namen, eine Startnummer reinmachen lassen. Da ist der Toner relativ flexibel. Von dem her, das ist wirklich, ich möchte behaupten, der hochwertigste Schuh, den ich jemals gefahren habe. Ich möchte den auch weiterfahren, allein schon der Sicherheit wegen. Ich fühle mich sehr sicher damit. Und ja, im Laufe der Zeit kriegt man auch mehr Gefühl. Thema Stabilität. Es ist ja sehr wichtig, dass man sich speziell, also so habe ich das in meinen Videos ja immer schon zu euch gesagt, mit dem äußeren Fuß in der Kurve in die äußere Fußraste einhängt, mit so einer Hacke. Ne? Und das ist auch speziell hier beim Daytona extrem schön angezeigt und man hat dadurch eigentlich, durch das, dass der Schuh dann auch noch so steif ist, eine irrsinnige gute Stabilität am äußeren Fuß, wenn man sich einhängt. Das ist wie so ein Piratenhaken quasi, wo man sich mehr oder weniger in die äußere Fußraste einhängen kann, was mir persönlich irrsinnig viel Stabilität gibt im Motorrad. Auf der inneren Fußraste braucht man natürlich dann am Anfang speziell ein bisschen Zeit, bis sich die Fußraste ein bisschen abgedrückt hat, wenn man da auf dem Ballen steht, dass man da eben das Gefühl besser entwickelt, wo man steht. Ich mache das dann so, dass ich am Anfang dann, wenn der Schuh neu ist, mir quasi den Ballenpunkt bei der inneren Fußraste so ein bisschen suche. Ja, auch mal so den Fuß kurz drehe vorm Einlenken beim Anbremsen oder so, damit man da ein bisschen reinarbeitet in die dicke Sohle. Es gibt aber, wie gesagt, auch verschiedene Stärken der Sohle, da bitte am besten bei Daytona selbst informieren. Ich glaube, ich habe die dickerste Sohle, weil ich so viel Verschleiß beim Bremsen habe. Dementsprechend schlechter ist auch natürlich das Gefühl an der Fußraste, wenn die Sohle dicker ist, muss man ein bisschen bedenken. Dann kann man sich den Stiefel auch noch perforieren lassen, also sprich, es gibt auch die Variante mit Löcher drin für bessere Belüftung. Wenn jemand immer sehr heiße Füße hat, macht das durchaus Sinn. Ich habe das Problem eigentlich nicht, obwohl im Hochsommer wäre das eigentlich eine gute Idee gewesen, den perforieren zu lassen. Warum habe ich das eigentlich nicht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. fällt mir jetzt gerade so ein. Im Summa summarum,
Ich habe die Supertech Air gefahren, der ist natürlich viel bequemer, der fühlt sich im ersten Moment an, als wenn du einen Turnschuh anhättest, der von Alpine Stars, aber er hat bei mir nach 3-4 Monaten schon kapituliert mit der Sohle, die war relativ schnell durch, bei meiner langen oder Vielfahrerei, sage ich jetzt mal. Der Dainese, der war auch relativ komfortabel, hat mir aber gefühlt ein bisschen weniger Schutz gegeben, weil er einfach hier im Schaft relativ kurz ist und auch nicht so stabil ist durch den fehlenden Innenschuh, da wo der Lederkombi quasi über den Schuh auch drüber geht, den der Nese meine ich, war sehr bequem, aber das Sicherheitsgefühl ist da einfach enorm und deswegen kann ich nach 2 Jahren ausgiebigen Langzeittest wirklich sagen, dass der Daytona für mich und auch für viele andere Rennfahrer da draußen der sicherste und beste Schuh ist. Trotzdem hohen Preis, aber ich denke, dass sich das im Laufe der Zeit auszahlt, im Laufe der Lebensdauer. Ich kenne Kunden, die haben den Schuh seit 12 Jahren und der sieht aus wie neu, weil sie halt nicht so viel fahren wie ich. Und von dem her macht es durchaus Sinn, mal bei Daytona vorbeizuschauen. Wer Daytona nicht kennt, unten in der Beschreibung ist ein Link dazu. Der ist hier 20 Kilometer von mir weg in Eckenfelden. Da kann man sich beraten lassen, kann sich vermessen lassen. Glaube ich, gibt es auch Möglichkeiten, das über die Distanz zu machen. Müsst ihr mal anfragen. Ansonsten, handmade in Germany quasi, wirklich, wirklich sehr, sehr hochwertig und du hast halt einen Ansprechpartner. Soll es auch schon gewesen sein, mein Langzeittest vom Daytona nach 2 Jahren für euch hier auf YouTube. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr neu seid bei mir und gebt gerne dem Video einen Daumen hoch, teilt es mit euren Freunden, die sich vielleicht überlegen, auch so einen Stiefel zu kaufen oder nicht wissen, welchen sie sich kaufen sollen. Soll es gewesen sein von mir, danke fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.